Moin ihr Lieben, mein Name ist Michael Welke, ich bin als sportlicher Leiter der FC St. Pauli Rabauken mittlerweile seit 3,5 Jahren in dieser Position für den FC St. Pauli tätig, war vorher lange Jahre Trainer in der Fußballschule und auch parallel als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum für diesen Verein tätig. Ich darf euch heute das Kapitel 15 vorlesen, freue mich darauf total, dann würde ich jetzt einfach mal anfangen, das Kapitel 15, endlich im Stadion. Ove erwachte am Samstagmorgen mit sehr unterschiedlichen Gefühlen. Heute war der erste Tag des Turniers am Millerntor. Ich spiele heute im richtigen Stadion, sagte Ove zu Jona. Viele Leute werden zuschauen, vielleicht auch ein paar Profis. Jona schien kaum merkbar zu nicken. Ich spiele mit meinen Freunden, den Rabauken. Ich hoffe jedenfalls, dass wir noch Freunde sind. Darauf antwortete Jona nicht. Ove seufzte. Er stand auf und ging in die Küche hinüber. Sein Vater machte Rührei mit Speck und Pfannkuchen. Er lächelte und wuschelte ihm durch die Haare. Ist tüchtig, du brauchst ja ordentlich Kraft heute. Ove lächelte schwach zurück und nickte. Aber während seine Eltern mit Appetit ihre Teller leerten, stocherte Ove auf seinem Bino herum. Stine schaute ihn an. Denk an Luke Skywalker, der hat ganz andere Kämpfe durchgestanden, fing sie an. Dagegen ist nur ein Streetball-Turnier. Mama, hör auf damit, ich bin kein Baby mehr, rief Ove. Es ist nur mein Bauch. Vielleicht bekomme ich Magen-Darm. Seine Mutter legte ihm die Hand auf die Stirn. Fieber hast du jedenfalls nicht. Aber wenn du dich krank fühlst, solltest du dich wieder ins Bett legen. Dann ist so ein anstrengendes Turnier nicht das Richtige. Oves Vater nickte ernst und stand auf. Ich rufe am besten sofort an und melde dich ab. Sehr schade. Wir hätten heute Nachmittag gern zugeschaut. Nein, warte, rief Ove und sprang ebenfalls auf. Ich will erst mal hingehen, wenn es mir dann schlechter geht, kann ich ja immer noch aufhören. Sein Vater hob die Hände und setzte sich wieder. Wie du willst. Er tauschte einen Blick mit Stine und Ove sah das versteckte Grinsen in ihrem Gesicht. Empört stapfte er in sein Zimmer zurück, um seine Tasche zu packen. Er verstaute Fußballschuhe, Trinkflasche und ein Butterbrot darin. Seine Sportsachen zog er gleich an. Mama und Papa sind doof, sagte er endlich das richtig. Dann war es Zeit, zum Stadion zu gehen. In der Tür drehte er Ove sich noch einmal um und stopfte den kleinen Jedi in seine Tasche. Ein wenig Unterstützung konnte heute sicher nicht schaden. Ove kam 5 Minuten zu früh zu dem vereinbarten Treffpunkt. Die anderen Rabauken waren trotzdem schon da und jeder von ihnen trug ein Shirt, auf das vorne ein großes R gespielt worden war. Jetzt hatten sie Rabauken-Trikots. Hallo, sagte Ove. Danke, dass ihr mich wieder mitspielen lasst. Kein Problem, sagte Andrew und klopfte ihm auf die Schulter. Hey Ove, begrüßten ihn auch die anderen. Schieß heute ein paar Tore für uns, dann sind wir quitt, sagte Rasmus und grinste. Hier, ich hab dir auch eins gesprayt, sagte Nick. Er reichte Ove ein Rabauken-Shirt, das er sich sofort überzog. Nur Ella hielt sich im Hintergrund und sagte nichts. Emre zog ein zerknittertes Papier aus seiner Tasche. Hab ich mit der Post bekommen. Wir müssen zu dem Eingang an der Ecke zwischen Südkurve und Gegengerade und den Zettel dort vorzeigen, erklärte er. Sie marschierten los und wurden eingelassen. In den Gängen unter der Tribüne herrschte Hochbetrieb. Überall wuselten Kinder in Sportsachen herum, dazu Leute mit Stuff-T-Shirts und jede Menge anderer Erwachsene. Große Papierschilder wiesen ihnen den Weg zur Anmeldung der Spieler. Als sie ihren Namen abhaken ließen, hielt Ove den Atem an. Aber sein Name stand genau wie die der anderen auf der Mannschaftsliste. Ihr könnt zuerst in die Umkleiden gehen oder gleich aufs Spielfeld raus, erklärte ihnen eine junge Frau. Es gibt verschiedene Anlaufpunkte für die Mannschaften, für jede Startgruppe einen. Ihr gehört zur Gruppe B. Vor Ort sind Betreuer, die euch alles Weitere erklären. Bitte lauft am Rand entlang und nicht über die Spielfelder. Die anderen hatten genau wie Ove ihre Fußballklamotten schon an und wollten direkt zu ihrer Startgruppe gehen. Ove spürte ein Kribbeln im Bauch. Er würde gleich im Millerntor-Stadion spielen, in einem richtigen, großen Stadion. Da! Hinter der offenen Tür lag es vor ihnen. Ove lief mit den anderen auf den Rasen. Er fühlte sich federleicht und gleichzeitig bärenstark. Die Blicke aller Leute auf den Tribünen schienen sich auf die Rabauten zu richten. Sehr viele waren es nicht und der Song von AC/DC wurde auch nicht gespielt, aber es war trotzdem obercool. Emre lief neben ihm. Er machte extra große Schritte und reckte das Kinn hoch. Sie tauschten einen Blick und grinsten. Ove wollte am liebsten sofort Fußball spielen und alles geben. Dann tauchten sie ein in das Chaos und den Lärm auf dem Platz und Ove landete wieder auf dem Boden. Er sah, dass der Rasen in 4 Spielfelder aufgeteilt worden war.
Der Sammelpunkt der Gruppe B befand sich vor der Südkurve. Dort standen schon ein paar andere Mannschaften. Die Warriors waren nicht dabei. Puh, Ove atmete auf, als er sie vor der Nordkurve bei der Gruppe A entdeckte. Fürs Erste mussten sie also nicht gegeneinander spielen. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, bleibt gesund, wascht euch die Hände und ja, wir hoffen, dass wir euch damit euren Tag ein bisschen versüßen konnten und freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.